Wir haben ein großes Feld dieses Jahr mit 22 Mannschaften erstmal, sonst waren es immer nur 20. Dieses Jahr 22, davon zwei Mannschaften aus Brandenburg. Einmal ist die Rundfahrt international ausgeschrieben. Damit stehen wir im Weltradsportkalender. Das ist natürlich auch eine interessante Sache für die Weltranglistenpunkte. Das Wetter gibt es eigentlich gar nicht so richtig her, aber ein bisschen Hoffnung haben wir ja, dass es am Wochenende schön milder wird, etwas wenigstens, dass die nächste Junioren-Etappenfahrt dann auch unter guten Bedingungen stattfinden kann. Wie ist der Stand der Vorbereitungen? Ja, wir sind ganz guter Dinge. Ja, das Wetter können wir leider noch nicht bestellen, aber die anderen Sachen sind alle bestellt und eingeordnet. Wir haben ein großes Feld dieses Jahr mit 22 Mannschaften erstmal, sonst waren es immer nur 20. Dieses Jahr 22, davon zwei Mannschaften aus Brandenburg, die da, denke ich mal, auch ein Wort um den Sieg mitreden wollen und werden. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass es sportlich sehr ansprechend wird. Das heißt ja internationale Junioren-Etappenfahrt. Welche Nationen sind am Start? Ja, wir haben 10 Nationen mit Deutschland. Wir haben Sportler aus Norwegen, Dänemark, Schweden, Belgien, Österreich, Bulgarien, Ungarn, Polen, Tschechien. Also ringsrum, was so um Deutschland rum ist und halt auch sich mit dem Rad bewegt, ist dann hier am Start. Was aber bedeutet, dass sich auch international rumgesprochen hat, dass dieses Ereignis hier in der Lausitz doch einen gewissen Stellenwert haben muss. Sonst macht man diese Tour ja nicht unbedingt mit. Was mag der Grund sein? Habt ihr da Resonanzen, Reaktionen bekommen von anderen startenden Nationen? Ja, einmal ist die Rundfahrt international ausgeschrieben. Damit stehen wir im Weltradsportkalender. Das ist natürlich auch eine interessante Sache für die Weltranglistenpunkte, die man ja braucht, um dann bei den Weltmeisterschaften dran teilzunehmen. Und zum anderen ist es, dass die Rundfahrt vom Termin her und von der Topografie her ideal gelegen ist für die Saisonvorbereitung. Und wenn man dann mal in die Siegerlisten der letzten Jahre oder ja auch Jahrzehnte zurückschaut, dann sieht man, wer hier erfolgreich war, war auch am Ende des Jahres bei Juniorenweltmeisterschaften erfolgreich. Ganz bekannte Beispiele sind Lennart Kemner, 2014 hier gewonnen, der letztjährige Sieger Emil Herzog gewann die Rundfahrt und wurde dann im September in Australien Juniorenweltmeister. Kemner ist ein gutes Stichwort. Man begleitet natürlich die Auftritte des Lennart Kemner auch beim RSC Cottbus garantiert mit großer Aufmerksamkeit, mit Freude auch, dass man so einen Mann hier hat ausbilden können, der jetzt in der Weltspitze angekommen ist. Ja, wir werden, denke ich mal, in diesem Jahr beim Giro in Italien Lennart das erste Mal richtig im Einsatz sehen, wo er, denke ich mal, ja, nicht nur um Etappenplatzierungen mitfahren wird, sondern halt auch hoffentlich um die Gesamtwertung. Also da sind wir frohe Dinge und schauen natürlich über seinen weiteren Werdegang genau zu. Wir haben jetzt von den anderen Mannschaften schon gesprochen, die hier in der Lausitz sich vorstellen werden auf diesen 4 Etappen. Was bringt denn der RSC Cottbus an den Start, damit es vielleicht wieder mal einen Gesamtsieger gibt, der aus dem eigenen Rennstall kommt? Ja, wie gesagt, wir haben zwei Mannschaften am Start, damit man das halt auch ein bisschen unterteilen kann. Einmal als RSC Cottbus und einmal als LV Brandenburg. Und dort sind auch einige Nationalkader mit am Start, wie der letztjährige deutsche Zeitfahrmeister der Junioren, Jonas Reibsch, oder halt auch Luis Bengelsdorf, der halt auch ein sehr starker Zeitfahrer ist. Und ich denke mal, das Zeitfahren wird mitentscheidend über die Gesamtplatzierung dieser Rundfahrt sein. Zeitfahren ist eine Etappe. Was ist zu den anderen zu sagen? Es ist ja so, sagen wir, es hat sich ein bisschen eingespielt, ne? Dass das große Finale dann in Dissen ist, mit dieser großen Schleife dann. Aber vielleicht kann man mal ganz kurz auf die 4 Etappen schauen. Ja, also 4 Etappen. Wie gesagt, morgen Nachmittag am Freitag beginnen wir um 16.30 Uhr in Treptow mit einem knapp 80 Kilometer Radrennen. Und dann am Samstag früh ist in Drachhausen ein Einzelzeitfahren. Und zurück über 11,1 Kilometer und am Samstagnachmittag fahren wir dann rund ums Waldhotel ein Rundstreckenrennen und dann natürlich das große Finale über 120 Kilometer rund um Dissen im Spreewald, was dann am Sonntag stattfindet und circa gegen 13 Uhr zu Ende gehen wird.
dann wird es also den Gesamtsieger geben. Gibt es denn größere Einschränkungen, was den Straßenverkehr betrifft, den zivilen Straßenverkehr abseits des Sports? Ja, es werden die Busfahrlinien angepasst an die Strecke halt, dass es da bestimmte Umleitungen gibt. Und für den öffentlichen Straßenverkehr kommt es natürlich immer wieder kurzzeitig zu Sperrungen, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge angehalten werden und wir dann das Feld passieren lassen und danach kann man natürlich weiterfahren. Die zwei einzigen Vollsperrungen sind am Samstagmorgen, das Zeitfahren, wie gesagt, zwischen Fehro und Drachhausen, und rund ums Waldhotel. Die Strecke wird auch voll gesperrt sein. Die Anwohner sind bereits durch Informationsblätter informiert worden, sodass es da halt wie in den letzten Jahren, denke ich mal, halt auch keine größeren Probleme geben wird. Wie groß ist das Verständnis? Ihr habt aus all den Jahren reichlich Erfahrungen. Sind die sonstigen Verkehrsteilnehmer diszipliniert genug? Ja, das ist ein heikles Thema, aber es ist sehr unterschiedlich. Also einige verstehen es, andere wieder nicht. Die wollen halt am Sonntag ihre freie Straße im öffentlichen Straßenverkehr nutzen. Ja, aber anderswo ist es halt auch, wenn man halt einen Traktor vor sich hat, kann man den auch nicht so einfach überholen. Also muss man da halt auch mal warten. Und ich denke mal, genauso ist es jetzt hier mit unseren Radfahrern. Wir wollen halt unseren Sport ausüben und sicherlich nicht nur immer auf der Radrennbahn im Kreis fahren, sondern halt auch den öffentlichen Straßenverkehr nutzen. Und ich denke mal, es ist ein vertretbarer Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Eine solche Radrundfahrt kann nur stattfinden, zumal sie über mehrere Tage ist. Man braucht also Partner. Und da denke ich an die Unterbringungen, an Hotels. Vielleicht ist hier die Gelegenheit gegeben, auch mal den Partnern hier in dieser Stadt und der Umgebung zu danken. Denn ich glaube, bei diesem riesen Starterfeld, in Zelten schlafen ist ja nicht mehr. Man braucht schon ein Stück weit mehr Komfort. Ja, Zelten schlafen ist nicht, und so große Jugendherbergen oder sowas haben wir halt hier in der Stadt halt auch nicht. Also müssen wir Hotels nehmen. Da ist natürlich das Spreewaldhotel ein sehr oder langjähriger Partner, der uns da unterstützt. Und genauso das City Hotel in Cottbus, und haben halt auch hier im Sportzentrum 4 Mannschaften untergebracht, sodass ja ein bisschen was halt auch in die Region kommt. Ich habe also eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die der Geschäftsführer des RSC Cottbus zu tun hatte, der Gesamtleiter auch dieser Tour ist. Und dank der, das, ja, man kann schon sagen, des Miteinanders wird es auch wieder funktionieren. Da freuen wir uns drauf. Speziell dann auf den Sonntag gegen Mittag, wie gesagt, wird dann der Gesamtsieger feststehen. Ja, freuen wir uns drauf und vor allen Dingen hoffen wir, wie eigentlich schon erwähnt, auf ein bisschen gutes Wetter. Genau, so ist es. Und dass wir dann vielleicht einen der Sportler, die wir hier auf dem Podest haben, später halt auch irgendwo anders auf dem Siegerpodest wiederfinden.